Der 1. April steht vor der Tür und das ist doch ein wunderschöner Anlass, sich mal endlich um das Thema Parodie und Verarschung zu kümmern. Oder anders gesagt, diesmal gibt's was zu lachen beim Kalkulator. Hoffentlich. Hey you, don't watch that, watch this. Parodien sind eine äußerst schwierige und spezielle Kunst im Comedy-Genre. Deshalb gibt es auch gar nicht mal so viele wirklich gute. Jedenfalls weniger, als man denkt. Aber wenn man sich entscheiden müsste, was denn wohl der beste Spoof-Film aller Zeiten ist oder welcher dieser Verarschungsstreifen das Genre am meisten geprägt oder überhaupt erst in Gang gebracht hat, dann müsste man wahrscheinlich diesen hier nennen. Airplane. Oder wie er mit typisch deutscher Coolness ganz einfach bei uns genannt wurde, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Zwinker, zwinker. Wer in den 80ern bereits lebte, einen VHS-Rekorder besaß und einen funktionierenden Videothekenzugang hatte, dem muss ich wahrscheinlich gar nichts mehr zu diesem Film sagen. Keine Ahnung, wie oft er allein in meinem Gerät durchgenudelt wurde. Und kein Comedy-affiner junger Mensch damals hat ihn wohl nicht mindestens ein bis ein Dutzend Mal gesehen. Aber das ist ja kein Grund, ihn nicht endlich mal wieder anzuschauen. Oder es dringend nachzuholen, sollte man zu der unwissenden Minderheit gehören, die ihn noch nicht kennen sollte. Übrigens, ganz nebenbei, ist zufällig jemand an Bord, der weiß, wie man ein Flugzeug fliegt? Denn Airplane ist nicht mehr und nicht weniger als die Mutter aller parodistischen Comedies, die bei ihrem Kinostart 1980 völlig überraschend sämtliche Boxoffice-Rekorde brach und allein in den USA ungefähr das 50-fache seiner Kosten einspielte. Na, kleine Schnäpperchen, Ma'am. Selbstverständlich nicht. Hier wurde der Grundstein für alle zukünftigen Epigonen gelegt und gewissermaßen das Lehrbuch für perfekte Spoofs geschrieben und einige der Grundregeln definiert. Nimm seriöse Darsteller und lass sie alles todernst spielen, egal wie bizarr oder irrsinnig die Situation ist. Captain, wie schnell können Sie landen? Das kann ich nicht sagen. Sie können es mir sagen, ich bin Arzt. Nein, ich meine, ich bin mir nicht sicher. Gut, Sie könnten darüber raten. Tja, nicht vor etwa 2 Stunden. Sie können das innerhalb der nächsten 2 Stunden nicht raten. Parodiere so viele Momente der aktuellen Pop- und Kinokultur wie nur möglich und füge sie wie selbstverständlich in die Haupthandlung ein. There is only one river, there is only one sea, and it flows through you, and it flows through me. Und durchbrich ab und zu ruhig mal dezent die 4. Wand, um dem Publikum zu verstehen zu geben, dass du einer von ihnen bist und genau weißt, was sie gerade denken und was das alles gerade für ein Schwachsinn ist. Was für eine Pissnelke. Inhaltlich ist Airplane in erster Linie natürlich eine sehr detailgetreue Parodie der damals überaus populären Flugzeugkatastrophenfilme der 70er Jahre Airport-Reihe oder auch mit wortwörtlichen Textsequenzen von Zero Hour, aka 714 antwortet nicht, von 1957. Aber auch andere Klassiker, von Verdammt in alle Ewigkeit bis Saturday Night Fever, werden ausgiebig gewürdigt. Und das mit einer solch atemberaubenden Gaggeschwindigkeit, wie man es zuvor wirklich noch nicht im Kino erlebt hatte. Nicht einmal bei Parodie-Großmeister Mel Brooks. Denn hier zählte die Handlung nur als Gerüst, um buchstäblich einen Lacher nach dem anderen zu liefern. Hey Striker, wie wär's mit einer Pause? Ich werd müde. Ja, ist gut. 5 Minuten. Danke sehr. Inszeniert wurde Airplane vom kongenialen Comedy-Trio Zucker Abrahams Zucker, kurz Zatz genannt, die kurz zuvor als Autoren von Kentucky Fried Movie auf sich aufmerksam gemacht hatten. Hier führten sie zum ersten Mal gemeinsam Regie, wie danach auch noch bei dem ebenfalls überaus empfehlenswerten Top Secret und der in der Tonalität ganz anders gelagerten unglaublichen Entführung der Mrs. Stone.
Auch danach gab es noch diverse Kooperationen, in denen aber Buch und Regie jeweils anders aufgeteilt wurden oder nur ein bis zwei ZAZ-Mitglieder dabei waren, die aber immer einen gewissen parodistischen Qualitätsstandard garantierten. So wie Hot Shots 1 und 2, Scary Movie 3 bis 5 oder natürlich vor allem Die nackte Kanone 1 und 2. Beim dritten Teil waren sie übrigens nicht mehr dabei. Genauso wenig wie im Airplane Sequel Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff. Im Grunde auch nur ein müder Aufguss des Originals im Weltall, wobei die Szenen mit Gaststar William Shatner allerdings wirklich sehr gelungen sind. Ich wünsche, dass ein 1,50 Meter Graben um die ganze Basis gegraben wird. Füllen Sie mit Benzin! Sir. Sie! Ja, Sir? Bringen Sie Frauen und Kinder in die unteren Schutzräume. Kontakten Sie den japanischen Gesandten, Sir! Rorschach! Ja, Sir? Schaffen Sie mir eine komplette Akte über jeden, der The Sound of Music mehr als viermal gesehen hat. Ja, Sir. Ganz wichtig, wie schon erwähnt, sind auch die Darsteller. Neben Newcomern Julie Haggerty und Robert Hayes in den Hauptrollen. Verdammt gut, dass er nicht weiß, wie sehr ich seine Fresse hasse. Es ist verdammt gut, dass Sie nicht wissen, wie sehr er Ihre Fresse hasst. Vor allem bekannte, ernsthafte Stars aus der zweiten Reihe oder der Hollywood-Vergangenheit. So wie Robert Stack, Lloyd Bridges, Peter Graves aus der Mission Impossible-Serie und in seiner ersten witzigen Rolle der fantastische Leslie Nielsen, der später als Frank Drebin in The Naked Gun endgültig zur Comedy-Legende wurde. Eben weil man ihm die trottelig naive Ernsthaftigkeit in jeder Sekunde hundertprozentig abnahm. Also gut, ich möchte ganz ehrlich zu Ihnen sein. Das Wichtigste ist, dass Sie ganz ruhig bleiben. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es ist wohl richtig, dass ein Mitglied der Crew erkrankt ist. Eine leichte Erkrankung. Aber die anderen beiden Piloten sind völlig in Ordnung. Sie haben alles unter Kontrolle und fliegen das Flugzeug. Sind frei, ein Leben religiöser Erfüllung zu verfolgen. So, mehr will und darf ich gar nicht sagen. Wer aber einfach mal wieder richtig lachen will, denn der Großteil der Gags ist wirklich zeitlos grandios, der sollte sofort Airplane einschalten. Sofort! Denn besser geht es kaum. Ich kann das nicht mehr aushalten. Ich will aus dem verfluchten Ding raus. Ich will aus dem verfluchten Ding raus. Beruhigen Sie sich, reißen Sie sich zusammen. Bitte lassen Sie mich das machen. Ich will raus hier. Ich will raus. Beruhigen Sie sich und gehen Sie zurück auf Ihren Platz. Ich kümmere mich um diese Frage. Beruhigen Sie sich. Doktor, Sie werden am Telefon. Es wird schon alles in Ordnung kommen. Bitte versuchen Schwester, Sie sich zusammen. Sie sollten sich nicht überanstrengen. Ich habe es schon erwähnt, bevor Abrams Zucker mit Airplane die Comedy-Bühne betraten, gab es eigentlich nur einen Namen, der in puncto Parodie und Pointendauerfeuer im Kino vergleichbar zuverlässig war. Mel Brooks. Und der lieferte 1974 in nur einem Jahr gleich einen Doppelschlag mit zwei Mega-Hits dieses Genres. Frankenstein Junior und knappe 10 Monate vorher, auch wenn er bei uns im Grunde erst nach Frankenstein so richtig offiziell erschien, die glänzenden Sattel Blazing Saddles oder auf Deutsch der wilde, wilde Westen. Und gleich vorweg, heute könnte man so einen Film aus Angst vor Missverständnissen wohl leider nicht mehr drehen. Hauptsächlich, weil es wahrscheinlich sofort diverse Shitstorms wegen der überaus häufigen Verwendung des N-Worts, und zwar nicht nur in der Eger, sondern auch in der Eger-Variante, geben würde. Sind Sie denn wahnsinnig? Können Sie nicht sehen, dass dieser Mann ein Nigger ist? Sie sind ein Schwarzseher, Sir. Nur könnte man kaum falscher liegen. Denn Blazing Saddles ist wahrscheinlich einer der gnadenlosesten und mutigsten Antirassismusfilme, die je gedreht wurden. Allerdings unter dem überaus wirksamen Deckmantel der Comedy und Satire. Geplant war er nämlich schon viele Jahre vor seiner Produktion als durchaus ernster Western mit dem Titel Black Bart, in dem es darum geht, dass ein schwarzer Sheriff in eine von Weißen bewohnte Stadt kommt, man seine Hilfe aber wegen seiner Hautfarbe ablehnt. Viele Jahre traute man sich an diesen Stoff nicht heran, bis endlich Mel Brooks mit einigen Kollegen sich des Drehbuchs annahm und es zu einer vollkommen durchgeknallten wilden Western-Parodie umbaute. Da ist Parkverbot für Fahrzeuge aller Rassen, du Ochse. Das gilt auch für deine heilige Kuh.
Die Kelle hält nicht mal ein Pferd aus. Gute Nacht. Viele der weißen Darsteller hatten auch überaus große Probleme mit ihren Rollen und der exzessiven N-Wort-Benutzung für ihre schwarzen Kollegen. Die aber sagten ihnen klipp und klar, nein, sagt es, knallhart und offen. Denn das ist, was uns da draußen jeden Tag in der Realität genauso begegnet. Aber hier sind wir die Gewinner und jeder abwertende Spruch schlägt wie ein Bumerang all den Rassisten da draußen zurück in die eigene Fresse. Und genau so ist es auch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Aufhebung der Rassentrennung in öffentlichen Einrichtungen wie Hotels, Bussen und Toiletten zu jenem Zeitpunkt gerade mal erst 10 Jahre her war und Theorie und Praxis in der Realität noch weit auseinanderklafften. Der Grundgedanke von Blazing Saddles war deshalb, wir zeigen euch, wie mit uns Schwarzen heute, also Mitte der 70er, umgegangen wird. Aber wir lassen es vor knapp 100 Jahren im Wilden Westen spielen. Wir, die weißen, gottesfürchtigen Ureinwohner von Rock Ridge, wünschen unserer Unzufriedenheit Auswurf zu geben, und zwar in aller Form, was den von Ihnen ausgesuchten neuen Sheriff betrifft. Bitte entfernen Sie diese Schwarzhaut unverzüglich. Die Dame kann sich ausdrücken. Neben dieser durchaus ernsthaften Prämisse ist der Wilde Wilde Westen aber vor allem eins. Eine unglaublich witzige Parodie auf die klassischen Western. Überaus liebevoll und detailgetreu mit unzähligen Zitaten aus Kino und Fernsehen und einem tollen Soundtrack. Der großartige Titelsong Blazing Saddles wurde übrigens für den Oscar nominiert. Plus einer grandiosen Besetzung. Neben Newcomer Cleven Little in der Hauptrolle sehen wir vor allem alte Genre-Legenden wie Slim Pickens, David Huddleston oder auch den späteren Higgins-Darsteller John Hillerman von Magnum. Sowie Mel Brooks höchst selbst als idiotischer Gouverneur und Indianerhäuptling. Sowie 3 seiner regelmäßigen Dauerdarsteller. Erstens Madeleine Kahn als herrlich schlampige Marlene Dietrich-Parodie Lilly von Stupp, die übrigens für ihre Rolle auch für die Nebenrollen-Oscar nominiert war. Hallo, du Hübscher. Versteckst du ihn immer unterm Hut? Da sieht doch der kleine Lümmel gar nichts von der Show. Zweitens Gene Wilder als Waco Kid, beziehungsweise Kid the Kid oder auch Kitty Kid, wie ich es immer verstanden habe. Und drittens der wunderbare Harvey Korman als schurkischer Vizegouverneur Hedley Lamarr, dessen Name im Film immer wieder gerne mit der Hollywood-Legende Hedy Lamarr aus den 30er und 40er Jahren verwechselt wird. Was die echte Hedy übrigens überhaupt nicht lustig fand und weswegen sie glücklicherweise erfolglos sogar gegen die Macher zu klagen versuchte. Danke, danke, Hedy, danke. Nicht Hedy, ich heiße Hedley, Hedley Lamarr. Aber das kann doch jedem passieren, dass er so albern heißt, mein lieber Freund. Du darfst mich dafür Goff nennen. Vielleicht auch noch interessant, bevor Blazing Saddles als der Wilde Wilde Westen 1976, 2 Jahre nach US-Start, auch in Deutschland ein Erfolg wurde, hatte man ihn schon einmal veröffentlicht. Allerdings ohne Erfolg, mit dem albernen Titel Iswas Sheriff und mit einer, wie man berichtet, inzwischen verschollenen, grottenschlechten Synchronisation. So mies, dass Mel Brooks sich persönlich einschaltete, diese Version vom Markt nehmen und sich Stimmproben aller neuen Synchrosprecher schicken ließ, damit es nicht nochmal in die Hose ging. Und man muss sagen, trotz einiger Plattheiten oder überflüssiger Extra-Gags ist diese zweite Fassung durchaus gelungen. Und vor allem bis in die kleinsten Nebenrollen mit wunderbar klassischen Stimmen von Jürgen Thormann über Joachim Kemmer und Arnold Marquis bis Edgar Ott versehen. Mein Geist ist ein reißender Sturzbach, voll flitzender Gedanken, die Kaskaden gleich in einen Wasserfall schöpferischer Alternativen hineinströmen. Ganz kolossal, Mr. Lammer. Sie können Ihre Zunge besser gebrauchen als eine 20-Dollar-Hure. Es gab vor Airplane wohl nur wenige Filme, bei denen man einfach unbeschwert so viel aus vollem Herzen lachen konnte. Und ganz ehrlich, bei der inzwischen mega legendären Szene mit den furzenden Cowboys am Lagerfeuer hat es wohl damals nicht nur mich, sondern das gesamte Kinopublikum vor Lachen fast zerrissen.
Schluss fantastisch. Wenn auch leider in der Realität wesentlich kürzer, als man sich nostalgisch lächelnd daran erinnern mag. Aber nicht nur, dass Mel Brooks an dieser Stelle wahrscheinlich das Genre des gepflegten Furzgags im Kino begründete, er war auch einer der allerersten, der in aller Konsequenz am Ende unbarmherzig die Grenze zwischen Film und Wirklichkeit durchbrach, wenn sich der Finalkampf nämlich aus der Westernstadt bis in die Studios von Hollywood ausweitet und der Schurke selbst seinen eigenen Showdown im Kino anschaut. Student. Nur in Begleitung Erwachsener. Wesentlich genialer, als es einem damals vielleicht bewusst war. Komm mit, wir sehen uns das Ende des Films an. Ja, ich hoffe ja nur eins, dass der ein Happy End hat. Ich brauche einfach ein Happy End. Also, zurücklehnen, Political Correctness für 90 Minuten ausschalten und einfach mal wieder gehoben anspruchslos ablachen und Spaß haben. Blazing Saddles, für mich eine der besten Western-Parodien aller Zeiten ever. Als dritter Film ein persönlicher Geheimtipp. Festhalten, fast 90 Jahre alt und keine Parodie, dafür aber mit den Meistern der respektlosen Verarschung. Die Marx Brothers. Nein. Im ausgehenden letzten Jahrhundert vor allem auch bei jungen Menschen und Studenten eine hochgeschätzte, feste Comedy-Größe, vor allem in den Programmkinos, heute leider ein wenig in Vergessenheit geraten. Höchste Zeit daher, diese Großmeister der Anarchie uns allen wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und zwar mit einem ihrer besten Filme, A Night at the Opera, a.k.a. Skandal in der Oper oder auch Die Marx Brothers in der Oper von, ja, ihr hört richtig, 1935. Ist die Oper schon zu Ende? Noch nicht, Signore, in wenigen Minuten. Hey, Sie, fahren Sie um Gottes Willen weiter, sonst muss ich Ihretwegen noch die Oper hören. Für alle, die Sie noch nicht kennen und vielleicht fragen, wer sind eigentlich diese Marx Brothers? Nun, eigentlich waren sie auf der Bühne mal zu fünft und anfangs im Kino noch vier. Wirklich weltberühmt wurden sie allerdings erst nach dem Weggang von Bruder Seppo zu dritt als Groucho, Chico und Harpo. Und was sie zwischen 1929 und 1949 in ihren 14 Filmen auf die Leinwand brachten, war für die damalige Zeit unglaublich mutiges, komödiantisches Gold und reinstes Leinwandchaos. Ich werde noch verrückt. Denn sie waren schnell, irrwitzig und vor allem absolut respektlos gegenüber sämtlichen Obrigkeiten. Oh, ich bitte um Verzeihung, ich habe mich in der Tür geirrt. Und das wesentlich wilder und frecher als zum Beispiel vorher schon Charlie Chaplin. Wobei eins ihrer Geheimnisse war, dass sie zwar als Einheit funktionierten, jedoch einzeln absolut unterschiedlich waren und jeweils völlig andere Arten von Humor bedienten. Herr Ober, zwei Bier. Mir auch zwei, Ober. Da war einerseits Chico, der bauernschlaue Italiener, immer leicht am Rande der Legalität unterwegs, stets pleite und hinter Mädchen und schnellem Geld her, aber mit dem Herz am rechten Fleck. Dann Harpo, der blonde, stumme Lockenkopf, der gerne Harfe spielte, aber niemals sprach, sondern nur durch Aktionen und seine Hupe am Stock kommunizierte. Im echten Leben keinesfalls stumm, nur hat er auf der Bühne stets Angst gehabt, seinen Text zu vergessen und sich daher einen pantomimisch agierenden Charakter ausgedacht. Und quasi als Chef des Triumvirats der unnachahmliche und legendäre Groucho Marx, den ich auch heute noch so liebe und bewundere wie damals zu Studentenzeiten. Darum sitze ich ja hier bei Ihnen, weil Sie mich an sich erinnern. Ihre Augen, Ihr Hals, Ihr Mund, alles an Ihnen erinnert mich an Sie, nur Sie selbst nicht. Verstehen Sie das? Ich auch nicht. Ein Meister des schnellen Wortwitzes und der gnadenlosen Pointen. Stets mit Brille, Zigarre und offensichtlich fett aufgemaltem Schnurrbart unterwegs, weil ihm der Angeklebte auf der Bühne immer abfiel. In seinen Rollen meist zwischen windiger Betrüger und Heiratsschwindler, aber vor allem immer mit so unverstellter, geistreicher Dreistigkeit unterwegs, dass man ihn zwar hassen müsste, aber doch nur dafür lieben kann. Gehen Sie sofort von meinem Bett herunter. Was sollen denn die Leute sagen?
Sie werden bestimmt sagen, dass Sie ein Glückspilz sind. Und jetzt unterbrechen Sie mich nicht länger in meiner Lektüre. Und unbedingt erwähnt werden muss natürlich auch die wundervolle Margaret Dumont, die in fast allen Filmen die Partnerin von Groucho Marx spielt, von ihm beleidigt wird und von den Fans auch liebevoll der vierte Marx Brother genannt wurde. Mein teurer Mann ist vor 3 Jahren selig entschlafen. Und ließ sie ganz allein? Ganz allein. Mit 8 Millionen Dollar. 8 Millionen Dollar. Hören Sie, Gottlieb, Sie verschwenden Ihre Zeit. Wenn Mrs. Claypool einen Mitgiftjäger heiraten will, hat sie schon mich. In Deutschland wurden die Marx Brothers ziemlich spät bekannt, denn erst ab Mitte der 50er, also knapp 20 Jahre nach den eigentlichen Premieren, begann man die Filme hier bei uns zu zeigen. Und das lag daran, dass zu Zeiten der Nazi-Herrschaft die Gebrüder Marx, Leonard alias Chico, Adolf Arthur bzw. Harpo und Julius Henry aka Groucho auf Geheiß des Reichsfilmintendanten Goebbels nicht auf der Leinwand geduldet wurden, da sie einer deutsch-jüdischen Familie aus dem Elsass entstammten und außerdem in ihrer Komik unerwünscht gesellschaftlich subversiv waren und grundsätzlich alle Autoritäten anzweifelten, was man ja definitiv nicht zulassen konnte. Das bedeutet Krieg, verstanden? Die Story von Skandal in der Oper ist nebensächlich. Es geht wie fast immer um diverse Betrügereien und um die Oper. Vor allem aber um möglichst viele Gelegenheiten für die Marx Brothers, einfach nur die Marx Brothers sein zu können und Chaos zu stiften. Wie zum Beispiel in der wunderbaren Schiffskabinensequenz, in denen es gelingt, 14 Menschen plus raumfüllenden Schrankkoffer in eine winzige Kabine zu quetschen. Nur eine von vielen legendären Szenen für die Ewigkeit. Gut, der Film ist wie gesagt schon fast 100 Jahre alt. Da muss man ein paar kleinere Abstriche machen. Und damit meine ich nicht nur die fehlende Farbe. So musste immer neben den Marxens irgendeine uninteressante Love Story in die Geschichte gequetscht werden, weil man dachte, das Publikum würde das so dringend brauchen. Auch hier deshalb die überflüssigen Szenen mit dem jungen Tenor und seiner Angebeteten, die natürlich auch noch mehrfach singen müssen. Ja, das war zu jenen Zeiten leider auch ein Muss in jedem Unterhaltungsfilm, weil es erst relativ wenig Zugriff auf Radio und Schallplatten gab und die Leute einfach Musik hören wollten. Mein Tipp, wenn hier angefangen wird zu jaulen, schnell raus auf Toilette, Essen holen, Steuererklärung machen oder einfach fix vorspulen. Was ich übrigens auch mache, und ja, ich weiß, einige Marx-Puristen werden mich dafür verachten, wenn Harpo sich an die Harfe setzt. Klar, er macht das super, für mich aber dennoch ein gewisser Stimmungskiller. Da es mir wirklich nur um die anarchischen Marx Brothers in Aktion geht. Auf den Rest kann ich gern verzichten. A Night at the Opera wurde nicht nur im Jahre 2007 vom American Film Institute in die 100 besten Komödien wie auch generell Filme aller Zeiten gewählt, sondern diente der Band Queen auch als Titel für ihr 1975 erschienenes viertes Album, auf dem auch Bohemian Rhapsody zu finden ist. So, mehr Gründe für diesen Marx Brothers Klassiker kann ich nun wirklich nicht geben. Wer ihn jetzt nicht schaut, hat selber Schuld und verpasst definitiv einen sehr, sehr lustigen Film. Wer ist da? Wenn Sie von der Polente sind, klopfen Sie nochmal. Danke, das genügt. So, das war auch leider schon die vorerst letzte Folge vom Kalkurator. Und was könnte ich zum Abschied beim Thema Parodie wohl Passenderes aufs Haus noch umsonst oben drauflegen, als natürlich Neues vom Wichser als mein persönliches Abschiedsgeschenk. Hier spricht Edgar Wallace, sein Nachbar. The Return of the Ghost Face Killer. Den ersten Wichser habe ich euch ja schon präsentiert. Und da der mit knapp 2 Millionen Zuschauern ein solch unerwarteter Überraschungserfolg war, durften wir drei, also neben mir natürlich Oliver Welke und Bastian Pastewka, noch einmal für ein Sequel ran. Das ist rather short. Und noch etwas Interessantes. Er ist tot. Mensch, Klausi, hier ist doch deine Brille. Danke.
Und weil vieles in Teil 1 nicht ganz so gelaufen war, wie von uns erhofft und gedacht, wollten wir diese Chance unbedingt auch nutzen, um es einfach nochmal besser zu machen. Was meiner und unserer Ansicht nach in sehr vielen Punkten auch gelungen ist. Haltung, Haltung, Chief Inspector, nicht so schlurfen. Hm? Kreuz durchdrücken, Brust raus, Kopf nach oben. Ja, ja. Nicht ja, ja, das ist wichtig, auf sowas achten die Menschen. Wer schief geht, wird schief angeschaut, nicht wahr? Chief Inspector? Zur Story. Der Wichser ist zurück. Allerdings scheint diesmal jemand anderes unter der wunderschönen Knochenkopfmaske zu stecken. Dazu hat Wixi auch noch eine Todesliste mit 7 Namen veröffentlicht, die er zu ermorden beabsichtigt. Und mein Kollege Very Long ist einer von ihnen. Mehr muss ich gar nicht verraten. Meine Freunde nennen mich Flimmerfred. Hi, Flimmerfred. Siehst du? Ich bin aber nicht Ihr Freund. Ist das Ihr Puff hier? Sag dem Barkeeper, dass du ein Bulle bist. Dann kriegst du einen Apfelsaft umsonst. Ich bin nicht zum Spaß hier. Der Wichser will sie beide ermorden. Regie führten diesmal Cyril Boss und Philipp Stennert, die hier ihren ersten großen Kinofilm realisieren konnten und seitdem neben vielen anderen Highlights mit der hochgelobten Serie Der Pass das Publikum begeistern konnten. Hey, Wichser! Du hast deinen Aschenbecher vergessen! Ganz besonders glücklich waren wir aber vor allem wieder über unsere unglaublich grandiose Besetzung. Zuerst einmal die Rückkehrer, die schon im ersten Teil dabei waren. The Wonderful Wolfgang Völz als Sir John, Lars Rudolph als Klaus Kinski bzw. Chucky Norris und selbstverständlich der unverzichtbare Christoph Maria Herbst als Hettler, wenn auch nicht mehr als Butler, sondern nun als Leiter der Psychiatrie unterwegs. Überraschung! Was zum Teufel machen Sie hier eigentlich, Hettler? Ich dachte immer, Sie wären Butler. Ach was, das war doch nur ein Ferienjob. Während meines Studiums. Weil die mir keinen Buffer geben wollten, dieser Faschisten. Die Neuzugänge waren allesamt echte Kracher. Die wunderbare Christiane Paul als Victoria, die Angebetete von mir, beziehungsweise Even Longer. Christian Tramitz als sein Bruder, Much Longer. Stiefbruder, um genau zu sein. Das sieht man aber auch, nicht wahr, Mopsi? Du sollst mich nicht mehr so nennen. Früher haben dich alle so genannt. Oder Klöpschen oder Speckbulette. Chris Howland als Butler Hudson. Endlich auch die fantastische Judy Winter als Klosterschwester Lucifer. Sonja Kirchberger als Lady Dickham. Und als ihr Ehemann und Scotland Yard-Legende Lord Dickham, der wohl größte Coup, dessen Teilnahme wir bis zuletzt wirklich kaum fassen konnten. Wallace-Ikone Joachim Blackie Fuchsberger höchstpersönlich. Wo willst du hin, Dicky? Zu Victoria? Etwas später vielleicht, Darling. Jetzt begebe ich mich erstmal zur Toilette. Groß oder klein? Mal sehen, was sich machen lässt. Sein Mitwirken war für uns natürlich die absolute Krönung des ganzen Projekts. Denn niemals hätten wir uns träumen lassen, dass er nach seinen eher ablehnenden Worten bei der Anfrage zum ersten Teil wirklich dabei sein würde. Als wir die Zusage bekamen, waren wir überglücklich, schrieben das Drehbuch nochmal komplett um, vergrößerten seine Rolle und versuchten, ihm diese wirklich auf den Leib zu schreiben. Hier aber eine kleine Geschichte von hinter den Kulissen. Bastian, der Welkster und ich saßen noch einmal für einige Tage zusammen, um ein paar letzte Drehbuchkorrekturen zu schreiben. Da klingelte das Telefon. Ich nahm ab und es war unser Produzent Christian Becker, der mir sagte, pass auf, schlechte Nachrichten, Blackie hat abgesagt. Ich kann nur schwer vermitteln, wie übel mir in dem Moment wurde, in Sekundenschnelle, brach quasi eine Welt für mich zusammen. Ich wollte aber erst mehr wissen, bevor ich es den anderen beiden sagte. So ging ich auf den Balkon und redete weiter mit Becker. Total verzweifelt. Warum? Wieso? Was haben wir getan? Puh, ja, Christian meinte, ihm gefielen die letzten Änderungen wohl nicht. Und Fuchsberger möchte auch nicht weiter darüber diskutieren. Die Nummer sei für ihn absolut durch. Ende. Ich war ernsthaft den Tränen nahe und fragte immer wieder nur, warum? 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 Und Becker meinte, naja, vielleicht liegt es an den letzten Gags, vielleicht an euch persönlich oder auch einfach nur am Datum. Und das war der Moment, als der große Groschen langsam auf den Boden knallte und mir wieder einfiel,
dass wir den 1. April hatten. Ja, ich war volle Kanne mit Arschbombe reingefallen und ich gebe zu, so hatte man mich noch nie zuvor und auch danach nie wieder reingelegt. Was nicht bedeuten sollte, danach nicht das Gleiche nochmal mit Bastian und Olli Welke zu machen. Denn nach einem kurzen Moment des Zusammenreißens ging ich völlig aufgelöst wieder zu ihnen rein und erzählte die gleiche Geschichte, die mir vorher von Christian Becker aufgetischt wurde. Und was soll ich sagen? Es funktionierte bei ihnen genauso gut wie bei mir. Exakt auf dieselbe Art, mit der gleichen Pointe am Schluss. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen gemein war, ich war so glücklich, nicht der einzige Idiot zu sein, der sich derart heftig verarschen ließ. Ja, auch dies nochmal ein Grund, warum dieser Film für mich so besonders gut zum 1. April passt. Sagen Sie es endlich! Wer ist der Wichser? Ah, der Wichser! Das würden Sie nie erraten! Der Wichser ist niemand anderes! Als letztes noch die Anmerkung, dass für mich natürlich noch ein weiteres ganz persönliches Mega-Highlight war, dass es uns wahrhaftig, auch durch eine Menge Hartnäckigkeit meinerseits, gelang, meine absolute Lieblingsband Madness dazu zu bewegen, mit dabei zu sein. Und so steuerten sie nicht nur mit persönlichem Auftritt den Abschlusssong It Must Be Love bei, den sie extra in einer Neues vom Wichser-Version mit Verlängerung wundervoll neu aufnahmen. Nothing more, nothing less, love is the best. Sondern auch einen damals brandneuen Song mit dem Titel NW5, der in der Mitte des Films auftaucht. Und zu dem Bastian und ich dann auch noch in London mit ihnen ein Video drehen durfte, in dem wir die Geschichte meines Lieblingsfilms Die üblichen Verdächtigen nachspielten. Tja, was soll ich sagen? Mehr geht nicht. Allein dafür hat sich alles gelohnt, denn mehr persönliche Träume kann man sich kaum erfüllen. Und dafür bin ich ewig dankbar. Wolle Rose kaufen? Da, 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 Radaribom. Hier fliegt heut die Kuh. Erst komm ich und dann kommst du. Juhu! Also dann, holt euch meine drei Parodie-Verarschungstipps und schaut als Bonus Neues vom Wichser für Umme. Besser kann man sich's nicht selber machen. Und damit verabschiedet sich der Kalkurator auch erst einmal. Ich hoffe, ich konnte euch in den letzten Wochen ein paar schöne Filmtipps geben, die euch Spaß gemacht haben. Ab jetzt müsst ihr wieder selber suchen. Bis irgendwie, irgendwo und irgendwann euer Kalkurator, der alte Wichser. Watch this! Weitere Videos und die besten Empfehlungen des großartigen Kalkurators findest du auf maxdome.de. Kein Abo, keine Werbung, nur beste Unterhaltung.